Stuttgart ist so schön, nicht? Und man kann in der Zeit alles Mögliche machen. Man muss ja nicht unbedingt auf dem Bauplatz ständig herumlaufen. Können wir hier mal abstimmen drüber? Heißt es jetzt Tunnel oder Tunnel? In Baden-Württemberg heißt es Tunnel. Ich mag mich auch irren, nicht? Aber ich glaube, im Prinzip stimmt schon. Aber Herr Geisler, da würde ich sofort... Vielen Dank. Nein, Sie sind noch nicht dran. Es tut mir schrecklich leid. Schreiben Sie es auf. Herr Dr. Geisler, ich möchte aber mal über die Art und Weise, wie wir hier diskutieren, jetzt einen Satz verlieren. Nein. Entschuldigung, wir machen das, was ich sage. Das ist wahr. Hallo. Wenn Sie den Versuch unternehmen würden, das, was Sie sagen, so zu formulieren, vor allem die Auflösung von komplizierten Substantiven in Sätze. Ich würde mal sagen, reißen Sie sich zusammen. Das versteht außer den Fachleuten kein Mensch. Ja, mir reicht es bald, ja, das verstehe ich. Denn so können wir nicht weitermachen. Herr Palmer, Sie haben wieder das Wort für sich an sich gerissen. Entschuldigung, jetzt gebe ich zurück. Aber das geht nicht. Das ist alles Schall und Rauch. Denn von dem, was Sie da beschlossen haben am Montag, weiß der Schlichter überhaupt nichts. Damit es auch noch mal klar ist, hier wird über die Fakten geredet, hier. Also was wir hier machen, ist natürlich auch Frieden stiften, das wollen wir, und nicht Unfrieden stiften. Also wir, aber wenn ich das mal zusammenfasse, dann sage ich, es ist halt furchtbar schwierig. Die Leute werden ja total verwirrt. Das können wir ja dann nach der Mittagspause noch mal aufrufen. Und das Gleiche geht auch. Dankeschön, alles mit der Ruhe. Nondum omnium dierum, solem occidisse. Noch ist nicht aller Tage Abend. Und man soll den Tag auch nicht vor dem Abend loben.